Einen wunderschönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar Barth Day Trading ohne Indikatoren. Und ja, ich freue mich sehr, dass wir heute hier zumindest im deutschsprachigen Raum eine Premiere haben. Wir dürfen und können das Webinar heute mit Wim Lievens machen. Ich freue mich sehr, dass er für uns die Zeit gefunden hat und zur Verfügung steht. Hier nochmal an der Stelle ein offizielles Hallo an Wim. Danke. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie wie immer im Namen von FX Flat. Freue mich natürlich ebenso, dass Sie heute live dabei sind. Und ja, wenn Sie mich bereits kennen oder unsere Webinare, dann wissen Sie, dass wir zunächst einmal den Risikohinweis besprechen. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zur Schulung und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Gut, Wim können wir bereits sehen und ich übertrage jetzt den Bildschirm, dass wir auch entsprechend seine Plattform sehen können. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin natürlich im Hintergrund, Wim, und du sagst Bescheid, wenn ich die Fragen der Teilnehmer dann stellen darf. Sehen können die das Bildschirm hier sehen? Geht das? Noch Funktioniert? nicht. Okay. Jetzt sehen wir das. Moment, ich sehe es noch nicht ganz hier. Wir sehen eine Webseite, dann dein Desktop. Ja, okay, Moment. So. Ja, ihr könnt es hier sehen. Okay, Website und Plattform, alles da. Okay, prima. Danke, Nelson. Nochmal danke für die Einladung und ja, herzlich willkommen für die Leute, die mich noch nicht kennen. Ich bin Wim Lievens aus Belgien, so ungefähr 30 Kilometer entfernt von Brüssel. Und ja, manchmal kann ich auch mal meine Sachen zeigen in Deutschland oder Frankreich und das freut mich natürlich sehr. Heute rede ich so, ich denke, ungefähr 30, 35 Minuten über meine Trading-Philosophie, wie die strukturiert ist, wie ich die Sachen sehe. Und dann geht es auf die MT5-Plattform heute, um dann auch, bin sehr froh eigentlich, dass ich meine Tools, dass die jetzt auch drehen auf MT4, MT5. Hat ein bisschen gedauert. Ist immer eine ganze Arbeit, aber ich bin sehr froh mit das Ergebnis und ich zeige es euch gerne heute. Wenn ihr nachher noch Fragen habt, ihr kommt ruhig auf mich zu via meine Website, MyTradeClass. Ich denke, alles heute wird aufgezeichnet und wird auch verfügbar sein, denke ich mal, auf die YouTube-Seite von FX Flat oder vielleicht meine. Das sehen wir später. Aber wenn ihr Fragen habt, auch während das Webinar, unterbreche mich nur, komm auf mich zu und ich beantworte, versuche gerne eure Fragen zu beantworten. Für all meine Fehler auf Deutsch, bitte glauben Sie mir, besser geht es nicht. Aber ich, wie beim Trading, es ist nie perfekt, aber es wird immer besser. Ja, desto mehr Fehler ich mache, desto mehr ich lerne. So, hier ein paar Folien, ja, und es geht los. Ja. Trade what you see ist meine Philosophie und erst von mir auch Risikohinweis und ich nehme das ganz ernsthaft. Ich finde es ein wunderbares Geschäft. Ich trade schon 23 Jahre. Es ist fast 24 jetzt. Habe am Anfang auch mit Hebelprodukten gehandelt. Damals waren es Hebel von 2 bis 4. Das Risiko war natürlich wesentlich kleiner. Heute gibt es Produkte, die haben höhere Hebel. Das ist an sich nicht verkehrt, aber man soll natürlich diese Risiken kennen, ja, und sie verstehen. Sie haben heute die Möglichkeit, mit Demokontos zu arbeiten. Bitte tun Sie das. Lernen Sie das, probieren Sie das, bevor Sie da Riesenrisikos fahren. Das ist heute nicht mehr notwendig. Mit anderen Worten, seien Sie vorsichtig. Ja.
Die Themen, worüber ich immer rede, ist Preis. Wie man Preisbewegungen beobachtet. Und nicht wir eigentlich, der Markt, der professionelle Markt. Die Leute, die Spieler, die eigentlich den Markt bewegen. Wir als Daytrader mit unseren 2, 5, 10 Lots, wir müssen auch verstehen, wie die Leute denken. Ja, ist jetzt sehr wichtig, das zu verstehen. Darüber rede ich viel. Marktstruktur, ja, wo befinde ich mich? Warum ich am liebsten Bewegung handle und nicht Zeit oder wie ich die kombiniere. Money Management, es wird heute, würde ich nicht so viel darüber reden, aber ich zeige euch so viel ich kann. Und natürlich Strategien. Live-Trading heute noch nicht dabei, aber kommt sehr bald. Dieses ganze Ding ist jetzt fertig seit, ich würde mal sagen, 100% fertig seit 2 Wochen. Und jetzt kommt natürlich, wie immer, auf andere Plattformen auch das Live-Trading bald. Vielleicht einer von unserer nächsten Termine. Aber darüber geht es. Ich habe das auch alles schön zusammengepackt in einen Kurs. Wenn Sie Fragen oder Interesse daran haben, kommen Sie nur auf mich zu. Aber darüber geht es heute nicht. Ich versuche euch etwas davon mitzugeben. Und persönlich bin ich davon überzeugt, dass 80% von alles, was wir wissen mussten, eigentlich schon im Preis oder die Preisbewegung drin gepackt ist. Natürlich, Volumen ist auch wichtig und bestimmte Nachrichten sind es auch. Und vielleicht habt ihr da einen oder anderen Indikator, die ihr noch dazu benutzen könnt. Aber 80% ist hier. Ja. Und wir müssen lernen, Preisbewegungen zu begreifen und strukturiert zu beachten. Sehr schnell erkennen, wann wir vielleicht in eine Trendbewegung kommen, vielleicht. Oder wenn wir möglicherweise in eine Seitwärtsphase kommen. Das sind Sachen, die zu besprechen, wenn die vorbei sind, das hat wenig Sinn, weil dann ist es zu spät und dann hat man oft schon verschiedene Male verloren. Es ist sehr wichtig, das sehr schnell zu sehen, zu erkennen. Ja. Wichtige Preisniveaus zu erkennen. Und was sind die dann? Vortageshoch, Vortagestief, Pivot-Niveaus, Volumenprofil. Das sind so Sachen, die ich persönlich sehr gerne benutzen, um zu sehen, wo könnte die Reise hingehen? Wo wird oder könnte der Markt, wo ist der einfachste Weg für den Markt hinzugehen? Ja. Und dann natürlich, was sind Fair-Value-Zonen? Was passiert da? Warum sind die wichtig? Warum wollen wir da nicht handeln? Was sind Kontrollpreise? Was sind Exitpreise? Und das sind alles Sachen hier. Das ist eine riesige Menge von sehr wichtigen Informationen. Und da ist nicht ein Indikator dabei. Das kann man in jedem Zeitchart auf jedes Instrument anwenden. Und nach meiner Meinung muss man das erst können und dann kommt alles andere. Ja? Und auch heute, wenn ich über Strategien und so weiter rede, gehe ich immer davon aus, dass ich auf die erste Frage, und das ist die allererste Frage, schon geantwortet habe, und das ist, gibt es hier eine Opportunität? Gibt es hier eine gute Handelsmöglichkeit für mich jetzt? Sind die Bedingungen jetzt, um zu handeln, überhaupt gut oder günstig? Wenn sie es nicht sind, handle ich nicht. Das Schwierigste. Das ist die Strategie, wo man nichts macht. Ja? Man sucht sich etwas anders oder man geht spazieren, aber nicht reden. Natürlich nicht immer so, aber manchmal ja. Und dann, aber die Frage muss man erst beantworten. Ist etwas drin? Ja oder nein? Und dann, ich gehe ziemlich schnell, weil ich habe nicht viel Zeit und will euch nur eine Idee geben, wie ich denke, ja, an die Sache rangehe. Und
Das sind Sachen hier bis hier, das habe ich nicht erfunden. Das sind sehr gekannte Sachen. Was passiert im Markt? Bin ich da in irgendwo eine Seitwärtsphase oder eine Fair-Value-Zone mit einer Akkumulation oder Distribution? Und was bedeutet das? Aufwärtsdruck, Druck nach unten? Oder bin ich in Aufwärtstrend? Aufwärtstrend? Das sollte man jedes Mal, nur das erste Bild, das man sieht, wenn man einen Chart aufruft, was es auch ist, welche Zeiteinheit es auch ist, sollte man direkt sehen, wo bin ich jetzt? Ja, wo bin ich jetzt? Okay. Und das ist schon mal das. Und dann kommt hier das Wichtigste. Und ich habe sehr einfach vorgestellt. Aber was will ich eigentlich? Ich will beginnende Trends oder möglicherweise Trends, die beginnen, vorsichtig sein, die will ich erkennen. Nach unten oder nach oben, höheres hoch, höheres tief oder umgekehrt. Darum geht es. Warum will ich? Ich will junge Trends, beginnende Trends sehen. Warum? Weil dann ist das Potenzial und die Wahrscheinlichkeit auch für einen vernünftigen Gewinn oder großen Gewinn am besten. Und das ist, was ich will. Ja, das suche ich. Und das ist mehr etwas für das Money Management. Aber hier kommt natürlich diesen Slide vorher. In solche Situationen schaffen die meisten Leute es, Geld zu verdienen. Geht auch recht. Auch hier mit die meisten Strategien, die es heute im Markt gibt, sind auch oft Trendstrategien. Und ja, das ist auch wunderbar, weil das sind schöne Bewegungen. Das Nachteil natürlich ist, dass der Markt nur 35% von der Zeit in der Trendbewegung ist. Und alle anderen Situationen, ja, ist es leider nicht so. Und wenn man Trendstrategien anwendet in einen Seitwärtsmarkt, das funktioniert nicht. Da hilft auch kein Indikator. Und um mal ganz schnell über Indikatoren zu reden, man hat eigentlich zwei große Gruppen von Indikatoren. Wenn man das Volumen auf die Seite lässt, hat man Trendindikatoren und Oszillatoren. Und die einen funktionieren, wenn man in einer Trendbewegung ist und nicht in einer Seitwärtsphase und die anderen umgekehrt. Das bedeutet, manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Und darum finde ich es persönlich viel wichtiger, man versteht oder man versucht zu verstehen, was jetzt passiert. Das bedeutet nicht, dass ich raten kann oder wissen kann, was in 5 Minuten oder in 2 Stunden passieren wird. Das kann ich nie sicher wissen. Das muss man akzeptieren. Aber was ich sehen kann, ist ein leichter Vorteil. Ja. Ich kann manchmal bestimmte Sachen erkennen und dann habe ich wie man das auf Englisch sagt, an edge. Ja. Darum geht es. Diese Situation hier, diese Seitwärtssituation, die muss man sehr schnell erkennen. Und natürlich in so etwas, wie Sie das hier sehen, ja, das ist natürlich, das hilft uns nicht. Warum hilft uns das nicht? Weil, wenn man hier zum Beispiel, und ich zeichne jetzt mal ein bisschen, ja, wenn ich hier bin, da, ja, das hilft total nicht, weil da habe ich schon 3 oder 4 Mal verloren. So komme ich nicht weiter. Das bedeutet, ich muss das sehr schnell erkennen. Kleinen Trick, ja, ich gebe euch das direkt mit. Das ist echt, ist, denke ich, ein sehr wichtiger Trick. Dann soll man sagen, das ist die EMA 20 hier. Die läuft so. Ja. Und ich jetzt nehme eine andere Farbe. Kann ich hier eine andere Farbe bekommen? Ja, diese. Dann soll man sagen, das ist der Markt hier. Ja. Und in einer Trendphase läuft der Markt immer so. Hoch und dann kommt er zurück, ungefähr bis auf diesen gleitenden Durchschnitt, dann geht er wieder weg und so weiter. So läuft das. Ja. Bis da, wo es dann eigentlich so etwas macht. Bumm, er fällt runter. Oder er schafft es, der Markt schafft es, an beide Seiten von diesen EMA 20 zu handeln, zu schließen. Also mal sagen, um es ganz einfach zu sagen, wenn er 5 Zentimeter drüber war und dann kommt er 4 Zentimeter runter, das bedeutet, dass die Kontrolle von die eine oder andere Seite nicht mehr da ist. Und dann sind wir da oder dann gehen wir davon aus,
dass wir in eine Seitwärtsphase sind und treten wir nicht mehr, bis möglicherweise wir wieder neu in eine Trendphase kommen mit höhere Hochs, höhere Tiefs oder umgekehrt. Verstehen Sie? Das bedeutet, das hier ist ein sehr einfacher Trick, nur um zu sehen, soll ich hier überhaupt handeln, ja oder nein? Okay? Okay, das ist nur, wenn es um Korrekturen geht und so weiter, aber sehr wichtig. Machen wir sauber hier. So, und es geht weiter. Jetzt Analyse. Ich gebe euch nur ein paar Sachen mit, worauf man achten kann ohne Indikatoren. Lass uns mal anfangen mit dem Trendkanal. Ich versuche immer, ein vernünftiges Trendkanal einzuzeichnen. Und wenn ich das nicht sehe, dann ist es vielleicht mein Fehler, weil ich es nicht gut gesehen habe. Das kann. Aber wenn ich es nicht sehe, trete ich nicht. Ich will sehen, ob ich da eine bestimmte Richtung habe, ja oder nein. Zum Beispiel hier, Trendkanal nach oben. Gut. Dann sehen Sie da in die Mitte, diese rote Linie, das ist der Kontrollpreis. Viele Leute kennen das nicht. Was ist ein Kontrollpreis? Das ist eigentlich der Schiedsrichter. Ist der Schiedsrichter im Markt, weil, lass mal sagen, der Markt geht aufwärts. Glauben Sie mir, die Profis, die wollen billig kaufen. Die kaufen nicht teuer. Die wollen billig kaufen. Und das bedeutet, dass die eigentlich in so einem Markt immer kaufen wollen, wenn die unter die Linie sind, billig und nicht wie oft wir. Na, danke Indikatoren. Wenn alle Indikatoren grün stehen und der Markt eigentlich schon ziemlich hoch steht, dann kaufen wir noch. Wir sind eigentlich immer damit einen Schritt zu spät. Und hier können Sie sehr objektiv sehen, wo der Markt jetzt ist und dann sagen, hey, wenn ich jetzt einsteige nach oben, das wäre vernünftig, aber zahle ich viel oder wenig? Diese Linie ist eigentlich so ein bisschen der Schiedsrichter. Ihr werdet sehen, sehr oft sieht man da Unterstützung und Widerstandspunkte in dieses Kanal. Sehr oft, ja. Das zeichnen wir auch ein. Ja. Exzess oder Exitpreise, das ist, wenn man hier, wo Sie hier sehen, eins, wo man eigentlich aus das Kanal herauskommt. Und viele Leute denken, wenn man ein, es kann eine Range sein oder ein Kanal oder etwas, wenn der Markt aus diesem Kanal heraustretet, dass das ein Signal an sich ist, um dann zu sagen, ah, das Kanal oder die Seitwärtsphase oder ist gebrochen, wir steigen ein in die Richtung. Das ist sehr oft verkehrt. Sehr oft. Warum? Weil es ist eine Übertreibung oft. Und sehr oft geht der Markt nachher trotzdem wieder zurück in die ursprüngliche Richtung. Da muss viel mehr passieren, bevor dass wir von einer Richtung direkt in die andere Richtung gehen. Das geht so nicht auf 1, 2, 3. Ja, 1, 2, 3, ja, wenn es verschiedene Bewegungen gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber bitte machen Sie diesen Fehler nicht. Und darum auch diese Exzess- oder Exitpreise sind für uns eigentlich wunderbare Einstiegsmöglichkeiten. Aber nicht auf das Beispiel hier, Short, nein, nein, Long, wieder zurück in die ursprüngliche Richtung. Okay, manche von den Strategien sind auch darauf auch programmiert. Aber ich versuche euch zu erklären, wie man sich am besten den Markt anschaut. Dann diese Fair Value Zone, das Sie auch hier sehen, eins, das ist eigentlich mehr, wo ist so ein Gleichgewicht gibt zwischen Käufer und Verkäufer, wo eigentlich die Käufer und Verkäufer sich einig sind. Die sagen, ja, der DAX liegt zwischen dieses und dieses Niveau. Wir sind einverstanden. Wir denken, dass jetzt ist das der normale Preis. Für uns Daytrader nicht gut, nicht interessant zum Handeln. Für Profis manchmal sehr interessant, weil wenn bestimmte Betriebe oder Partys oder whatever große Positionen aufbauen möchten oder abwickeln möchten,
Das ist ideal, weil man hat Zeit, langsam aufzubauen, langsam auszusteigen, wenn man will, ohne das an jemanden zu zeigen, weil das kann man nie machen, und ganz langsam seine Position aufzubauen. Ideal. Manchmal werden da sehr, sehr große Volumen gemacht, ohne dass man es direkt merkt. Wir oft mussten warten, bis diese Bilanz zwischen Käufer und Verkäufer zerbrochen wird. Der eine stärker ist wie der andere, und dann ist es für uns interessant. Okay? Und das kann man, viele von diesen Sachen kann man sehen ohne Indikatoren, weil da ist wahnsinnig viel Information im Chart ohne Indikatoren. Okay? Gut, ja, wir gehen weiter. Ich habe da so ein Analyse-Fahrplan-Checkliste entwickelt für meine Studenten, wo man eine ganze Liste durchgeht. Das ist natürlich zu viel für heute, wo man sich dann am Ende deutlich sehen kann: Hey, soll ich hier überhaupt eine Strategie aus die Tasche holen? Ja oder nein? Das ist das Thema für heute über Analyse. Ja, und jetzt geht es zu Strategien. Lass uns erst mit die Realität beginnen. Und das sind die Herausforderungen, die wir als Trader haben. Was sind unsere Probleme? Was machen wir oft falsch? Ja. Und ich auch. Schon, ich bin auch nicht geboren wie, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben alle solche Sachen erlebt, aber wenn man es weiß, das ist schon ein Schritt vorwärts. Gegen oder handeln, wenn kein Trend da ist. Das ist ein Problem, das ich noch immer oft sehe, dass man nicht erkennt, wenn oder wann man überhaupt eine Strategie aus die Tasche holt, um zu handeln. Das ist eins. Zwei ist trotzdem noch immer einzusteigen in die Nähe von wichtiger Unterstützung und Widerstandszonen. Zum Beispiel wie Vortageshoch, Vortagestief von gestern. Pivot-Niveau. Volumenprofile. Runde Zahlen. Ja. Denk an Forex zum Beispiel. Das sind Sachen, nicht tun, warten, bis diese Niveaus echt gebrochen sind, und nachher ja, aber nicht diese Tests immer treten. Manchmal braucht der Markt 5 oder 8 Mal, bis er durch ist, und die meisten, wenn man 2, 3 Mal verloren hat, machen nicht mehr weiter und so weiter. Das ist ein anderes Thema, aber nicht tun. Dann. Und das ist eigentlich der Grund, warum eigentlich diesen Kurs und auch meine Tools wie Superfive und so weiter entwickelt sind, um Problem Nummer 3, um zu versuchen, da eine Lösung zu finden für das Fear of Missing Out Syndrom, die Angst, nicht dabei zu sein, und oder, wenn man es anders sagen möchte, Overtrading. Zu viel. Das Zauberwort hier. Ja, ein von den wichtigsten Sachen, um erfolgreich zu traden, ist weniger traden. Weniger, aber besser. Ja. Nur unter bestimmte Umstände traden und nur bestimmte Setups zu traden. Ja. Weniger. Fear of missing out. Ja. Das ist Overtrading ist ein großes Problem. Ja. Nummer 4, zu spät einsteigen. Indikatoren. Ich bin kein großer Fan. Warum? Weil oft dreht man mit 2, manchmal mehr Indikatoren, und man wartet auf die Bestätigung von die Bestätigung von die Bestätigung. Und eigentlich, wenn man sich das in die Realität anschaut, in Realtime, auf der Preis, wo der Preis sich schon bewegt hat, ist man zu spät. Und dann stimmt das, passt das Geschäftsmodell nicht mehr, das CFV ist auch nicht mehr so gut. Ich würde es nicht tun. Ja, zocken, ich sehe es weniger, manchmal noch mit diese News, diese Nachrichten, die rauskommen und so weiter. Es wird noch gemacht, aber
wo man dann ein Niveau da setzt und das andere hier und dann denkt man, ja, dann handle ich es in beide Richtungen und so weiter. Ich würde euch sagen, bitte tun Sie es nicht. Heute, die Trading-Tools, auch MT4, MT5, MT5 sicher, die wir zur Verfügung haben, die sind ausgezeichnet. Es wird immer besser, auch die Datenversorgung. Es war nie besser wie heute. Aber wenn wichtige Nachrichten rauskommen, ja, und das Volumen geht mal 5.000, besser, ihr wartet ein paar Minuten. Schließt eure Positionen vor, dass die Nachricht rauskommt und trade dann wieder weiter nachher. Nicht im Markt bleiben und hoffen oder raten oder zocken und zu sehen, was passiert. Das ist funktioniert nach meiner Meinung nicht. Gut, dann Price Action nochmal sehr kurz. Wir suchen das kleine Vorteil. Wir schauen uns den Markt strukturiert an. Ja, Umkehrpunkte, Bewegungen, Seitwärtsmärkte, Marktstruktur, Akkumulation, Distribution. Darum geht es. Alles ohne Indikatoren. Auf alle Instrumente, auf alle Zeiteinheiten. Okay? Gut. Dann, es gibt eigentlich nur ein paar Basisbewegungen im Markt, weil, und ich komme jetzt auf die Strategien. Man hat Trends, man hat Seitwärtsphasen, man hat Unterstützung, Widerstandstests und man hat Breakouts, Ausbrüche. That's it. Schaut ihr diese Zeichnung, dieses Bild an. Viel mehr gibt es eigentlich nicht. Und darum auch, dass ich persönlich finde, dass ich weiß, es gibt tausende Strategien heute. Aber eigentlich könnte man all diese Strategien nehmen und in eine von diesen Kategorien, in eine von diesen Bewegungen herunterbringen. Darum, und davon versuche ich immer die Leute zu überzeugen, wo ein Signal oder Strategie stattfindet, ist viel wichtiger wie das Signal an sich. Das bedeutet, was wir vorher besprochen haben, sind die Bedingungen günstig. Das Teil ist sehr wichtig. Und das Money Management ist auch sehr wichtig. Das Signal an sich, das, was die meisten denken, eine gute Strategie, ja, ist eigentlich nicht das Wichtigste. Ich weiß, es ist für viele Leute viel, um das reinzunehmen, aber eigentlich ist es so. Was nicht bedeutet, dass auch das nicht wichtig ist. Aber ich will nur das korrekt vorstellen. Erste Strategie, Trendkorrekturen, sehr bekannt. Breakouts, ja. Aufpassen, wir drehen diese Dinge nur unter bestimmte Situationen und die Einstiege und Programmierungen, Algorithmen und so weiter, die sind sehr präzise. Aber nur um es zu verstehen, das passt alles in normale Preisbewegungen. Unterstützung und Widerstandstests. Impulsbewegung oder Momentum-Trades und natürlich Trendumkehr. Das sind die fünf eigentlich, die ich trade. In Kombination mit meinen Bewegungskerzen und darauf komme ich später. Aber das ist es eigentlich. Ich zeige euch das auf die Plattform. Ihr werdet sehen, das ist eigentlich, ich würde mal sagen, ziemlich einfach, darf ich nicht sagen, aber ich denke strukturiert. Und sehr visuell genau auf den Punkt gebracht. WL-Bars. Was sind WL-Bars? Seit jetzt ungefähr 10 Jahren daytrade ich nur noch mit Bewegungskerzen. Und was sind Bewegungskerzen? Bewegungskerzen sind Kerzen, die nicht durch Zeit aufgebaut werden oder zusammengestellt werden, nur durch Bewegung. Ein Beispiel, wenn zum Beispiel, schauen Sie sich einen DAX-Chart an auf 5 Minuten. Okay, eine Kerze dauert 5 Minuten. Die wird dann definitiv abgedrückt und dann beginnt die nächste. Mit Bewegungskerzen ist es anders. Wenn ich zum Beispiel sage, ich will Bewegung, einen Chart sehen, DAX 5 Punkte, dann wartet oder wird die Kerze aufgebaut, bis der DAX
sich 5 Punkte bewegt hat. Wenn das so ist, wird die Kerze abgedrückt, dann beginnt die nächste. Das bedeutet, das kann sehr schnell gehen, aber kann auch sehr lange dauern. Das bedeutet, wenn kein oder sehr wenig Bewegung da ist, haben wir sehr wenig Kerzen. Wenn viel Bewegung da ist, haben wir viele Kerzen. Aber für mich ist natürlich sehr wichtig, weil ich trete nur Bewegung. Ich will sehr deutlich erkennen, wenn ich Trend oder vernünftige Bewegung habe. Und natürlich, das sehe ich viel, viel besser mit Kerzen, die nur Bewegung zeigen. Anderer Vorteil natürlich auch, dass ich habe, ist, dass weil jede Kerze genau die gleiche Größe hat, meine Einstiege und mein Money Management viel präziser sind, dann mit Bewegung, mit der Zeitkerzen. Weil mit Zeitkerzen kann ich habe große Kerzen, kleine Kerzen und eigentlich, wie weit ist das dann? Wie groß ist mein Risiko? Wo geht der Stop hin? Wo geht das Ziel hin? Und so weiter. Mit Wählbars oder mit Bewegungskerzen läuft das besser. Ich habe diese Dinge jetzt auch programmiert auf MT4 und MT5. Hat sehr gut funktioniert, hat es eigentlich nicht erwartet, aber funktioniert sehr gut. Und was ist eine WL-Bar eigentlich? Es ist eine Kombination zwischen Renko, absolute Spanne und Heikinashi. Renko, das kennen die meisten, das ist sehr deutlich, ist ein bisschen grob, nicht präzise, aber sehr deutlich. Absolute Spanne ist sehr präzis, aber vielleicht nicht immer 100% so strukturiert und deutlich. Und mit Heikinashi sieht man sehr schöne Trends und so weiter, Bewegungen. Ja? Und ich habe diese drei kombiniert. Ja. Ich denke echt, ich habe die drei Vorteile kombiniert und hauptsächlich die Nachteile rausgeholt. Ihr werdet es sehen, das sieht sehr sauber, sehr deutlich aus. Ja. Und darum geht es mir eigentlich. Ja. Es ist visueller. Ich will es sehen. Trade what you see. Ja. Und da ist so viel Information schon drin gepackt, dass eigentlich das Thema von heute nicht echt Indikatoren brauche. Ja. Ich werde auch noch bestimmte Sachen hinzufügen, die mir visuell ein bisschen helfen. Aber eigentlich alles, was mit MACD oder Stochastic oder RSI, nein, benutze ich nicht. Okay? Ich habe hier in meinem Büro stehen 300 Bücher über Trading. Und ja, ich habe sie alle gelesen. Es stehen vielleicht, ich weiß es nicht, 600 Indikatoren. Aber ich habe schon sehr lange gelernt, dass es schwierig ist, damit erfolgreich zu sein. Ja, ich will euch etwas schnell zeigen über die Setups. Und dann geht es über, zeige ich euch, wie ich ich will mal sagen, einen Chart anschaue und wie ich am Markt herangehe. Ja, ich weiß, es ist schnell, aber es geht nicht anders. Ich habe nur 1 Stunde. Ich verspreche euch, in die Zukunft kommen noch andere Sachen. Dann können wir auch mehr Sachen live machen und so weiter. Aber ich wollte heute mal erklären, so schnell wie möglich zu zeigen, wie ich an die Sache herangehe. Ich habe verschiedene Strategien, verschiedene Setups und die sind sehr einfach und deutlich vorgestellt. Ja, das sind ganz viele, das sind WL-Bar-Formationen, die kombiniert haben mit Trend und Momentum visueller Tools, wo man ja, ich so visuell bestimmte Sachen sich nicht mehr irren kann. Und auch sehr deutlich oder deutlicher, vorsichtig sein, deutlicher sehen kann, wann Bedingungen günstig sind, ja oder nein. Das heißt dann das Super Five System, was, wie ich schon sagte, ist seit 2 Wochen 100% fertig. Und darum kann ich es euch heute auch zeigen. Ja. Ich will es auch euch lieber direkt auf dem Chart zeigen. Es sind nur ein paar Slides, die ich euch mitgebe, aber es sind ganz, ganz viele Setups. Und dann komme ich eigentlich, warum zeige ich das? Weil auf die eine Seite
gibt es viele Setups. Und auf die andere Seite versuche ich jedes Mal mit meinen Studenten oder meinen Studenten davon zu überzeugen, nur zwei oder drei zu handeln. Sich zu spezialisieren in zwei, drei Bewegungen. Ja, in Kombination mit Formationen und so weiter kann es noch ein oder zwei mehr sein, aber sich zu begrenzen. Denken Sie dran, weniger. Ja. Aber okay, da ist ziemlich etwas zu machen. Jetzt noch ein Wort zu Anatomie meiner Charts. Was ich immer versucht habe, ist, so viel möglich zu sehen mit so wenig möglich. So viel wie möglich zu sehen mit so wenig möglich. Less is more. Warum? Weil oft drehen wir mit vier verschiedenen Instrumenten. Nachmittag, viele von meinen Studenten, drehen wir auf Aktien, amerikanische Aktien, Tesla, Amazon und so weiter. Sehr volatil, ist wunderbar. Aber ich kann nicht für jedes Instrument und ich will nicht für jedes Instrument vier oder fünf Charts geöffnet haben. Ich will mit weniger Charts sehen, habe ich mehr Platz auf meine Bildschirme und ist es deutlicher. Auch ich denke, dass es für uns als Menschen hier im Kopf zwischen die Ohren unmöglich ist, um zu viel Information reinzunehmen und zu verarbeiten. Ja, darum, man muss die Sache einfach und strukturiert betrachten. Ja, und das habe ich versucht, mit diese Dinge zu tun. Und eigentlich gibt es auf meine Charts, meine Trading-Charts, ich komme über die Analyse und Charts komme ich noch später, aber auf meinem Trading-Chart stehen eigentlich nur zwei, wie kann ich das sagen, Wolken. Was Sie hier sehen, die rote und grüne, Sie können natürlich die Farben alles ändern, wie Sie möchten, aber die rote und die grüne, das ist die Trendbewegung. Und Magenta und Blau, das ist die, nicht die Trend, aber die Momentum, das Momentum oder die Impulsbewegung. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und die Mit die Kombination von diese beiden kann ich sehr einfach sehen, wann Bedingungen echt gut sind und wann nicht. Und natürlich auf diese zwei Wolken stehen dann meine WL-Bars, meine Bewegungskerzen. That's it. Mehr ist nicht dabei. Mehr habe ich nicht. Aber warum ist das so wichtig? Diese rote und grüne Wolke, ja, was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe zwei Dimensionen übereinander programmiert. Das bedeutet, also mal sagen, Sie treten auf eine Minute. Dann möchten Sie auch gerne sehen, wie es aussieht in 5 Minuten, zum Beispiel. Dann öffnen Sie natürlich in 5 Minuten Chart, dann haben Sie zwei Charts und so weiter. Hier habe ich es einfacher gemacht. Ich habe eigentlich die beide übereinander programmiert. Und damit sehe ich eigentlich, was die Bewegung ist in beide Dimensionen. Ja. Rot drehen wir nur short, grün natürlich drehen wir nur nach oben unter bestimmte Bedingungen natürlich. Aber das ist schon mal eins. Das andere sehen wir auch mit die Impulsbewegung, ja, die T-Line-Zone, die haben wir dann in Blau und Magenta gezeichnet, wo wir dann bestimmte Bewegungen, wie zum Beispiel Momentumbewegungen, sehr interessant handeln können. Anderes Thema ist auch, unter bestimmter, sehr oft unter bestimmter Bedingungen zwischen diese zwei Wolken wird überhaupt nicht getradet. Und ich verstehe, das ist für manche Leute oft schwierig zu verstehen, aber es ist manchmal besser zu verstehen, wenn wir nicht handeln sollten, dann nur auf Signale zu klicken und einzusteigen. Ja. Und das ist genau, was dieses Ding macht. Es erlaubt uns, nur dann zu drehen, wenn wir das Vorteil haben. Ja. Ich habe verschiedene Algorithmen darauf oder Signalalarme darauf programmiert, die man anschalten, abschalten, umstellen kann, wie man will. Aber das ist nur dafür, nicht, dass es der Holy Grail ist und so weiter. Nein, es hilft uns nur, bestimmte Situationen zu erkennen und dann zu entscheiden,
jetzt ja oder nein, ja, und Overtrading nochmal zu vermeiden. Ja. Das ist eigentlich die Anatomie oder auch das Super Five System, das jetzt auch in MT4 und MT5 schon drin ist. Wir gehen jetzt mal 2 Minuten, nicht 2 Minuten, ein bisschen länger, auf die Platte. Ich hoffe, Sie können sehen. Okay, sehr einfach. Jetzt, ob es jetzt MT4 ist, MT5 ist oder eine andere Plattform, und ich verspreche euch, ich werde es nächstes Mal sicher machen, wir mal ein bisschen Live-Trading, könnt ihr mal sehen, wie das echt funktioniert. Aber das sind die Tools, die ich immer benutze. Ja. Und es funktioniert sehr gut. Und ich versuche auch mal zu erklären, was hier steht. Ja. Hier links unten benutze ich einen 30 Minuten oder 60 Minuten Chart. Hier, das ist hier. Ja. Und was will ich da sehen? Vortageshoch, Vortagestief. Ja. Zum Beispiel, das ist heute, das war gestern. Ja. Ich kann das hier zum Beispiel so mal machen, wir es ganz einfach. Ja. So, ja. Vortagshoch, Vortagestief. Die Pivot-Niveaus, die sind schon drin. Und was ich auch sehr gerne habe, ist das Volumenprofil. Was mache ich damit? Ich will den Weg sehen von, ich würde mal sagen, kleinsten Widerstand oder die Wahrscheinlichkeit, in welche Richtung es gehen könnte. Ich benutze dafür, weil ich Daytrader bin, 30 Minuten. Warum 30 Minuten im Nachmittag? Weil der Markt öffnet um 3:30 und 3:30 bis 4 Uhr ist 30 Minuten und das macht das Ganze ein bisschen einfacher. Ja, aber dann jetzt einmal, dass ich dann, okay, da bin ich. Ja. Ich würde mal sagen, hier, das ist Orientierung. O. Orientierung. Okay? Da. Dann geht es zur Analyse. Und erinnert euch, in meiner Folien hatte ich euch gesprochen über das Trendkanal und der Kontrollpreis und Exitpreise und wo geht es hin und das alles, das mache ich dann auf einem Zeitchart. Und da hängt es ab. Ich mache das hier mal ein bisschen sauber. Kleiner Augenblick. So, das würde ich dann hier machen zum Beispiel. Ich mache das ein bisschen größer. Hier. Ich habe hier auch schon mal das. Steht drauf hier. So sieht so aus. Und dann würde ich immer versuchen, da einen Kanal zu zeichnen. Hier sieht es ganz übel aus, leider, weil. Es sieht so aus. Ja. Seht ihr das? Nicht gut. Nicht gut. Ja. Aber das mache ich hiermit. Wenn ich schnell handeln möchte, dann mache ich das auf 1 Minute. Wenn wir verschiedene Instrumente kombinieren, auf 5 Minuten, meiste Leute, die zum Beispiel im Forex-Bereich handeln, werden das machen in 60 Minuten oder 4 Stunden Charts. Sehr einfach. Immer das Gleiche. Aber warum geht es mir eigentlich echt hier? Ja, ich will natürlich die Analyse machen, wie wir besprochen haben, aber hier kommt natürlich das Ding. Diese Super Five muss ich hier nicht drauf haben. Ich kann es auch ohne. Ich habe das hier auch drin, weil es auch hier Alarme gibt, aber ich zeige euch das später vielleicht, wenn wir noch Zeit haben. Aber worum es hier geht, und das ist das Thema von heute, Trading ohne Indikatoren, ist das hier. Ich denke, es ist zu klein, Sie können das wahrscheinlich nicht lesen. Da steht ATR, Average True Range. Das ist die durchschnittliche Volatilität von, dieses ist hier DAX, sehe ich ja, in 1 Minute. Ich kann das natürlich 5 Minuten stellen, wie ich will, das passt sich an. Und jetzt kommt es. Wenn hier zum Beispiel, hier steht jetzt ungefähr 18. Hier, da steht 18. Das bedeutet, wenn ich das hier so ungefähr anschaue, hier, das bewegt sich jetzt ungefähr 18 Punkte pro Minute. Und darauf habe ich meine Analyse gemacht. Nochmal, ich kann das natürlich ganz locker machen. In 5 Minuten oder mehr,
dann wird es höher und so weiter. Aber was jetzt wichtig ist, ist, ich nehme diese ATR hier, die jetzt 18 ist. Ich teile die durch 2,5 oder 3. Und das ist die Größe von den Kerzen, womit ich handle. Das bedeutet, da ist eine sehr bestimmte Korrelation zwischen meinem Analysechart. Ich hatte hier Orientierungschart, ja? Das ist hier Analysechart und das ist hier Tradingchart. Ja? Und Orientierung ist okay, wo bin ich? Analyse hängt ab, wie schnell ich handeln möchte von das Instrument und so weiter. 1 Minute, 5 Minuten. Ja? Aber dann gehe ich natürlich eine Stufe tiefer, noch kleiner, auf meine Bewegungskerzen, um da bessere Einstiege und präziseres Money Management zu finden mit meiner WL-Bars. Und das mache ich via ATR, dass ich durch 2,5, 3 teile. Und das wäre dann die Größe von meiner Bewegungskerze. So ist das. Das ist die Logik dahinter. Ja. Mach das immer kleiner. Ja. Und hier stehen dann meine Bewegungskerzen. Ihr seht das hier. Ja. Mach mal kleiner oder größer. Ihr seht es mal hier so. Hopp. Das ist zu klein. Und so. Ihr seht, jede Kerze hat genau die gleiche Größe. Ja, und ich kann das sehr genau sehen. Und jetzt habe ich hier noch etwas drin. Das ist viel für heute, ich weiß es, aber ich will es euch mal zeigen. Jetzt ist das Thema natürlich, aber wenn, ja, okay, du kannst hier bestimmte Signale und so weiter handeln, aber okay, wie betreust du das? Wie gehst du ab? Wie steigst du ein, aus und so weiter? Und ihr habt schon gesehen von mir, wahrscheinlich für die, die auf meinem YouTube-Kanal schon waren, dass ich immer in verschiedene Stufen aussteige und dass ich immer meine Stops und meine Ziele schon vorher programmiere. Ich habe das natürlich hier in MT4, MT5 auch gemacht. Und das Ding heißt der Volatility Exit. Ist auch seit letzter Woche fertig. Ist eigentlich, ihr seid die Ersten, die es hört, es ist eigentlich noch nicht auf den Markt gebracht. Es ist das erste Mal, dass ich es zeige. Und ihr seht es hier, stehen hier diese Buttons, Sell, Buy, Exit. Ich hoffe, ihr links oben. Ja, seht ihr das? Okay. Ich zeige euch das mal, wie es aussieht. Ja. Volatility Exit Eigenschaften. Ich hoffe, es ist nicht zu klein. Ja, ihr könnt es ein bisschen lesen. Hoffe ich, kann es nicht größer machen. Ihr seht hier, dass ich hier verschiedene Sachen eingeben kann. Und wo liegt der Trick hier mit das Ding hier? Es ist, dass meine Stops und meine Ziele berechnet sind mit ATR. Und jetzt kommt natürlich, was ist ATR? ATR hier ist die Größe von meiner Kerzen. Also man sagen, jede Kerze hier ist 5 Punkte. Ja, das ist meine Kerze. Das ist 5 Punkte. Und das ist eine Triade. Das sind drei hintereinander. Das sieht dann ungefähr so aus. 5 Punkte, 5 Punkte, 5 Punkte. Wenn ich hier noch einen Einstieg habe mit ein bisschen Slippage und hier auch noch einen Einstieg mit ein bisschen Slippage, dann habe ich hier so ungefähr, oh, ich würde mal sagen, 2,5 bis 3 ATR. Und das kleine Tool, das ich hier gebaut habe, hier ist natürlich sehr einfach, weil wenn meine Kerze 10 Punkte ist, dann nimmt er 3 mal 10. Wenn es 8 ist, nimmt er 3 mal 8. Wenn es 4 ist, nimmt er 3 mal 4. Wenn es in Pips ausgerechnet ist, macht er Pips. Wenn es in Ticks ausgerechnet ist, macht er Ticks. Wenn es in Punkte ist, macht er Punkte. Und hier habe ich es dann mal so, hier kann ich all diese Niveaus eingeben, wie weit ich stelle meinen Stop zum Beispiel ein auf 3 ATR, Ziel auf 3 ATR, dann auf 5 ATR, dann auf 8 ATR, dann auf 13 ATR. Und kann dann auch noch entscheiden,
Wie viel Stück will ich an jeder Stufe verkaufen? Ist ein dynamisches Money Management System, so muss es auch sein, weil Stops und Zielen müssen immer so eingegeben werden, dass sie sich anpassen an die Volatilität des Marktes. Es hat keinen Sinn zu sagen, ja, mein Stop steht an 20 Punkte. Manchmal ist der Markt nicht volatil genug für 20 Punkte oder manchmal ist er viel zu volatil für 20 Punkte. Das bedeutet, das hat keinen Sinn. Aber hier hat man das Problem nicht, weil die Kerzen ist die Volatilität. Verstehen Sie? Ja, vielleicht zu viel für das erste Mal, aber ihr könnt es nachher, ihr könnt es euch nochmal anhören. Aber darum geht es eigentlich, ja. Und so läuft das Money Management. Moment, ich mache mal sauber hier, aber ich bin immer mit dieser Dinge hier. So, und ja, warte mal. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Lass mal sagen, ich gehe long, klicke nur da, buy. Ja, und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Machen wir mal ein bisschen größer. Dann seht ihr hier sehr deutlich zwei Stops und vier Ziele. Ja, und ich habe es hier so eingestellt, dass ich ein Lot verkaufe. Das erste Ziel, zwei, das zweite, drei, das dritte, vier, das vierte. Kann ich natürlich hier drauf klicken. Das kennt ihr alles. Ihr könnt darauf klicken und ihr könnt es dann verschieben. Ja, kann hier so, ich kann das ein bisschen näher dran bringen oder diesen Stop hier noch ein bisschen verschieben. Affa und so weiter. Und so habe ich ein dynamisches Money Management System gemacht. Ja. Und für mich ist das sehr wichtig, weil Money Management, und das ist nicht das Thema von heute, ist wahrscheinlich ein von den wichtigsten Sachen im Trading, macht der Unterschied zwischen Gewinnen oder Verlieren. Ja. Mit noch ein paar anderen Sachen, aber das ist sehr wichtig. Und ihr seht, so habe ich das auch auf MT4, MT5 umstellen können. Jetzt natürlich, ja, ich mag hier unten, die Bedingungen sind jetzt nicht gut, sorry dafür, die Marktbedingungen sind nicht da, wir können wenig machen, aber 1 Minute, 5 Minuten Analyse, wenn die Bedingungen günstig sind, gehe ich ATR dreimal kleiner auf meine Bewegungskerzen und dann bestimmte Signale, Formation, würde ich da handeln. Was kann mich dabei noch behilflich sein? Das ist das hier, mein Super 5-System. Das ist der Momentum. Moment, es ist blau, das kann so bleiben hier. Ich nehme hier mal zum Beispiel blau. So, und dann nehme ich hier mal Magenta. So, hier kann all diese Farben wechseln. Und dann sage ich, okay, das ist das Momentum-System. Das muss ich hier nochmal anpassen ein bisschen. Ich kann das hier alles anpassen, wie ich will. Das ist ein Indikator. So, Momentum, Eigenschaften. Ich will die Bars nicht gefahren. Ich kann alles anpassen, wie ich will, aber ich will es ein bisschen mit starken Farben zeigen, dann könnt ihr das sehen. Dann mache ich nochmal der BL Trend. So, Color Bars False, Fill Ribbon True. Okay, das ist nicht die Farbe, die ich will. Dann gehe ich nochmal in Indikatoren, Trend, Eigenschaften, Farben. Und dann seht ihr hier, das will ich hier, das Blaue, das will ich mal grün haben. So. Und dann sieht es sehr stark, würde es normal ein bisschen weniger machen. Aber so sieht es dann aus. Und dann habe ich natürlich das Wichtigste hier, Super 5 selber. Und da habe ich eine ganze Menge oder diese 5 Strategien, worüber ich euch gesprochen habe. Korrekturen, Umkehrbewegungen, Momentum, Unterstützung Widerstands, Ausbrüche, kann ich alles hier programmieren. Mit Alarmsystemen. Das bedeutet, wenn ich sage, ich habe eine Analyse und meine Analyse zum Beispiel ist nach oben und ich liebe Korrekturen und Umkehrbewegungen,
dann stelle ich nur die ein nach oben und werde davon benachrichtigt, wenn es soweit ist. Ihr könnt es natürlich sehr schnell machen, kurzfristig auf 1 Minute oder auf diese Kerzen. Aber ihr könnt es auch machen, zum Beispiel im Forex-Bereich. 4 Stunden, Tagesbasis. Die Plattform muss drehen natürlich, aber zu sagen, okay, wenn da so etwas ist oder ihr werdet Unterstützung und Widerstandsniveau-Test davon alarmiert werden, geht alles. Ja. Das bedeutet, man lernt nur bestimmte Bewegungen und unter bestimmte Umstände zu handeln. Ja. Und das verbessert, denke ich, die Qualität, ich würde mal sagen, sehr stark vom Trading. Ihr seht hier die Position, da läuft nicht viel. Ja. Wir sind hier, ich mache es ein bisschen größer, könnt ihr mal sehen. Die Farben sind nicht so gut ausgewählt jetzt. Normal nehme ich leichtes Grün, leichtes Rot, aber ich wollte es unbedingt von Null aufbauen hier. Die Farben habe ich ein bisschen zu stark gemacht, aber ihr könnt es sehen. Und hier seht ihr meine Ziele und meinen Stop und mit meinen Triaden. Ja, aber das ist für nächstes Mal, kann ich dann das Money Management tun. Ihr bekommt sicher noch eine E-Mail von mir mit weiteren Links, weiteren Informationen für die Leute, die Interesse haben an diese Sachen. Ich denke, für heute reicht es. Ich habe versucht, so viel wie möglich in dieses ganze Ding hereinzupacken. Hat mich sehr gefreut, wie immer. Und ja, ich hoffe, bis sehr bald. Ciao, ciao. Nelson, du hast das Wort wieder. Okay, super. Vielleicht hast du ja noch 1, 2 Minuten. Es sind Natürlich, noch natürlich. ein paar Fragen Ja. da. Und einige hast du schon beantwortet, aber vielleicht möchtest du noch was ergänzen. Und zwar kann man an die Frage, wann beginnt eine neue WL-Bar-Kerze? Die beginnt eigentlich, wenn eine Kerze zu Ende ist. Und ich zeichne das mal, wie das programmiert ist. Lass uns mal sagen, das hier ist eine WL-Bar-Kerze. So. Und es hängt ein bisschen von die Richtung des Marktes an, aber die Eröffnung von die nächste Kerze wird oder in das hier ein Drittel oben sein oder wenn der Markt sich nach unten bewegt, wird ein Drittel an die Unterseite von dieser Kerze. Da öffnet die nächste Kerze. So wird das gemacht. Dann hat man auch das Vorteil, wie das eigentlich ist bei Heikinashi, wenn der Markt bestimmte Bewegungen macht, dass man es sehr deutlich sehen kann. Dann wurde ein paar Mal gefragt, ja, woher bekommt man die WL-Bars für den Die, MetaTrader? ja, das ist hier, da kann man seit, ja, seit letzter Woche eigentlich, kann man über meine Website gehen, hier Deutsch Ausbildung und da steht in Trading Tools und Strategien. Hier steht es, WL Bars. Und ihr könnt hier anmelden oder nur im Kontaktformular hier eine kleine E-Mail schicken. Und dann bekommt man das rübergemailt, sehr einfach zu installieren und man hat es. Kommt natürlich immer eine Stunde Coaching dabei und so weiter, natürlich. Ja, sehr gut. Dann eine Frage, ob es für alle Instrumente geeignet ist oder ist da speziell eine Instrumentengruppe dafür gemacht? Nein, die Anwendungen und wir werden sicher in die Zukunft noch darüber reden, aber was am meisten genutzt wird, ist oder bestimmte Leute benutzen es für das schnelle Daytrading oder manchmal auch Scalping auf Indizes. Das ist eine Möglichkeit. Was auch sehr viele Leute tun, ist zum Beispiel im Vor- und im Nachmittag Instrumente kombinieren, die eigentlich miteinander nicht korreliert sind. Ich gebe zum Beispiel im Nachmittag. Man nimmt Tesla, Öl und Gold und dann kombiniert man 4. Aber dann wird natürlich das System so eingestellt, dass es ein bisschen langsamer dreht, weil dann will man nicht auf ich würde mal sagen, Sekunden handeln, aber vielleicht auf Minuten oder 5 Minuten oder ein bisschen langsamer. Was auch sehr viel gemacht wird, ist auf Krypto und Forex. Dann werden dafür Zeiteinheiten genommen, die ein bisschen länger sind, wie 60 Minuten oder 4 Stunden. Und dann lässt man sich durch das System
Via eine E-Mail oder einen Text lässt man sich benachrichtigen, dass ein Alarm da ist. Und dann lässt man es drehen. Das ist man kann es, man passt das Tool an, eigentlich ein bisschen an, wie man tradet oder wie man Trading in sein Leben organisiert hatte. Viele Okay. möglich. Ja. Dann eine Frage, wenn man das bei dir erwirbt, bekommt man eine Lizenz für alle Plattformen, die du anbietest oder nur für eine Plattform? Es ist so, dass wenn man eine Lizenz nimmt für eine Plattform, die zahlt man. Wenn man dann sagt, ja, ich will es auch noch auf eine andere Trading-Plattform haben, dann muss man auch noch etwas dafür bezahlen, aber dann zahlt man 50% weniger für die zweite Lizenz. Das ist so. Ja. Aber man bekommt keine Lizenz für 4 oder 5 Trading-Plattformen. Das geht nicht. Es ist pro Plattform, weil natürlich die Leute, die das programmiert haben, die sind auch nicht, die haben das auch nicht kostenfrei gemacht. Oder noch immer nicht. Ja. Dann hier noch eine letzte Frage. Sind das Indikatoren oder Expert Advisor? Weil der Teilnehmer fragt, weil der andere Expert Advisor auch nutzt. Das Super5-System, wo man eigentlich Momentum hat, WL Trend und WL Super5, sind Indikatoren. WL Bars und Volatility Exit sind Expert Advisors. Super, dann haben wir es geschafft. Dann ansonsten hast du hier ganz viele, vielen Dank und Ja. Dankeschön. Und ja, hat es den Teilnehmer gefallen? Sehr interessant, kommt doch hier weiter rein. Aufzeichnung kommt ja so schnell wie möglich online, auch gerne bei dir auf dem YouTube-Kanal. Aber Okay. darüber können wir noch sprechen. Und Okay. ja, vielen, vielen Dank für das erste Webinar hier im deutschsprachigen Raum mit uns zusammen. Hat mir Spaß gemacht, sehr interessant. Auch danke. Und natürlich auch an allen Teilnehmern ein riesen Dankeschön fürs Dabeisein. Und ich würde mich freuen, wenn wir nächstes Mal wieder dabei sind. Ich denke, Wim und ich, wir finden sehr schnell noch einen weiteren Termin hier bei uns. Und dann werden wir ein Folgewebinar selbstverständlich machen, wenn Wim Lust hat. Und Okay, ansonsten wünsche ich natürlich. noch eine erfolgreiche Woche. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und gerne bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Danke. Nelson, ciao, Ciao. ciao. Ciao.